Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Galaxy. Hi, da bin ich wieder. Heute allerdings mal nicht live, was heißt mal heute nicht live, sondern heute in Videoform oder generell ab jetzt wieder in Videoform. Wieso, weshalb, warum? Ganz kurz erklärt. Ich wollte unbedingt dieses Galaxy Let's Play weiter fortführen. Und dann dachte ich mir jetzt so nach dem Motto, ja, du willst weiter vorführen, allerdings hast du es halt nicht viel Zeit zum Streamen. Und wenn du es halt hast zum Streamen, dann nutze doch die Zeit, die du zum Streamen hast, lieber um Games mit der Community zu streamen. Das Ganze war auch so mein Plan, weshalb ich die Games, die ich, wenn ich dann streame, halt eher Games streame, die ich dann wirklich auch aktiv mit meiner Community machen kann. Also zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Und was es da nicht alles Schönes gibt. Minecraft auch. Also ich will definitiv schon wieder zurück zu dieser Community-Gesellschaft ein bisschen. Hab aber derzeit einfach nicht viel Zeit. Da dachte ich mir, da ihr Zuschauer ja trotzdem Videos sehen wollt. Und die ja auch so Rest verdient habt, dass ich ein Projekt immer am Laufen hab, wo wirklich täglich Videos kommen. In dem Fall ist das jetzt bei Super Mario All-Stars, also bei diesem so ein Game hier. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch überhaupt richtig rum ist oder falsch rum ist. In dem Fall machen wir gerade Galaxy. Da. Und wenn das vorbei ist, zum Beispiel, will ich mich dem neuen Pikmin-Spiel widmen. Ich habe ein bisschen verspätet. Und dann nach Pikmin haben wir auch nicht Zeit, wenn dann Super Mario City World erscheint. Weil ich es vielleicht auch ein Together mal wieder machen will, mal sehen. Aber wisst was, man, auf jeden Fall jeden Tag ein Part von allen aktuellen Nintendo Let's Play und dann ein paar Mal in der Woche Streams, und in Streams werden nur Community Games gemacht. Das ist vorher dann mein Plan, diesen Plan habe ich mir überlegt und da will ich einfach mal schauen, wie gut das dann funktioniert, das werden wir dann mit der Zeit sehen. Da wird es da heute am Montag auch eine Sendung News geben noch dazu, wo ich das Ganze ein bisschen genauer noch erkläre, aber ich meine, hey, ich bin motiviert. Ich nehme die Videos am Wochenende vorauf und an irgendeinem Tag, wo ich Zeit habe. Und irgendeinen Tag in der Woche habe ich genügend Zeit, die Videos aufzunehmen. Da passt das, ne? Und was da also ein Video aufzunehmen, ist auch keine große Sache. Wisst ihr Bescheid? Dann würde ich vorschlagen, palabern wir auch gar nicht mehr weiter rum, sondern starten auch schon für heute. Dafür gehe ich mal geschwind hier in die Gameplay-Szene rein. Jetzt solltet ihr auch Gameplay sehen. So, das war wieder dieses komische mit der halberten Bewegungssteuerung oder was haben müssen. Wie gut die dann überhaupt funktioniert, das weiß ich nämlich gerade noch nicht. Aber das finden wir einfach dann schon raus. So, ich weiß auch gar nichts mehr. Ach ja, wir hatten das Schlafzimmer, hatten wir neu, richtig. Wir hatten ja so eine Terrasse, Küche und Badezimmer. Und mit dem Schlafzimmer geht es weiter. Und ich glaube, da müssen wir hier lang. Da bin ich mir zwar auch nicht ganz sicher, aber wir müssen das sehen. Wir werden sehen, ne? Ja, doch, so Nintendo, das ist schon alles sehr toll, deshalb auf jeden Fall, ja, das Game ist so schön und das hat dann wieder so viel Kindheitserinnerung. Und dann will man das einfach gleich wieder spielen und will es auch weiterspielen, natürlich auch so Rest, hä? Und deshalb, ja, freut mich da gerade drauf. So, schauen wir nochmal. Wer weiß, wie lange meine Freude, auf Rest bleibt, muss man dann schauen, weil ich aber dann irgendwie angepisst bin von dem ganzen Leveln und alles, aber mal sehen, ich gehe jetzt sehr optimistisch her. Ja, das Ganze, auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal, wo es uns dann nicht dann letztendlich hinführt und wie gut oder auch nicht gut, dass die dann letztendlich klappen. Oh Mann, ich hab das jetzt bald aber erst so Mist. Merke ich jetzt nicht einfach, die ist hier rumreden, sitzen, zocken und labern. Gerade in der Aufnahmeform, wie es ja Anfang an war. Das ist eine tolle Sache. So, und das muss man nicht fangen, weil sonst wärst du schon längst weggerannt. Ob das mal. Sitte, ja, das Ding hier. Oder drücke Y, um den Pflaumenkraut, um mit dem Pflaumenkraut fliegen zu können. Das geht genau dreimal. Ah, das ist das Ding da hinten, glaube ich. Dann muss man erstmal noch die Sterne, die wir noch haben. So, ich glaube, ich muss gerade was an meinem PC anstellen. Das mich gerade hart genervt hat. So, was willst du? Was auch immer dir? Wenn du unterwegs abspringen willst, drücke einfach B.
Okay, keine Ahnung. Hui. Okay, das war mal ein Satz mit X. Das war wohl nix, aber ich vielleicht gar nicht mal so stimmen, weil hier unten gibt es eh noch ein paar interessante Sachen und der triggert mich mal wieder die Physik in diesem Game, die einfach nicht vorhanden ist. Aber instant beide kalt gemacht zum Wörz ist das. Oh, Mann, das ist... So, ein gutes Fan ist ja, dass ich da nie in die Kamera schaue, ne? Das stimmt tatsächlich, wenn ich rede. Da, oh fuck, da französisch ist mich auch. Aber wenn ich hocke, kann ich nicht also in die Kamera schauen, weil ich dann vom Spielscreen tatsächlich leider nur sehr wenig sehe. Und das ist ja. Weil ich hocke, das ist vielleicht nicht gerade die beste Idee, was man machen könnte. Eventuell. Ja. Nur eventuell. So. Ich finde, dass ich irgendwie gerade Richtung Absturz bringe. Hä? Vor allem jetzt gerade Richtung Absturz bringe. Scheiße, wie geht denn das? Ist gerade das halt null. Also nochmal. Zwittel oder Y mit einem Pflaumenkraut rüber so fliegen, das hätten wir dreimal. Ja, aber wie? Ach so! Jetzt habe ich es gerallt. Scheiße. Dann war es der SOS Hardcore Lost. Gibt's doch wohl nicht. So, hier reicht sogar auch ein zweimal aus. Perfekt. Bis ich einfach auf der Pflanze gelandet bin. Es ist Film, man kann es hier immer überall wirklich gut umschauen. Das ist toll. Und ah, das ist nicht toll. Der Dude, der hier meint, irgendwas geht hier unten gerade lang. Das mich gerade hardcore triggert. Okay, what the fuck? Egal. Keine Ahnung, was da unten gerade lang läuft. Du bist gerade hart triggert. I don't know. Was ist das? Ah, lol. Der hätte ihn nun abgegeben. Auch hier kommt man an den dran. Nochmal, ja, nochmal. Ich glaube, wenn wir jetzt. Nein. Ah, mit dem Pusteblumen kommt man daran. Okay, okay, jetzt ist das. Jetzt ist das. Macht Sinn. Aber mich triggert doch jetzt das Vieh, was hier rumläuft, das Vieh. Was ist denn das? Ja, vielleicht. Lol. Okay, what the hell? Noch nie gesehen. Sieht aus wie so ein komisches Pokémon irgendwie. Keine Ahnung. Ja, das ist mir gerade auch ehrlich gesagt Ressnutzpiepe. Und das war hart dumm. So, das sind wir jetzt hier gebissen. Was? Ich bin doch draufgesprungen. Also ob es jetzt wegen...
Als ob es ein ernstes wegen so einer dummen Scheiße gestorben bin. Gibt euch das mal. Gibt einfach mal. Gibt euch den Scheiß einfach mal. Das ist doch. Naja. So, die Dinger sind immer hartwistig. Darauf sammle ich die auch immer ein, aber die sind wirklich immer hartwistig. Einfach. Wenn man mal keine hat, oder wenn es diese, die, also, man braucht die einfach immer mal wieder. Ne? Das ist halt für die, wenn dann diese fetten Luba kommen und dann Geld sehen wollen, dafür, dass sie verwandeln, also Sternis sind das in dem Fall. Und was genau ist jetzt passiert? Ich hab nur Y gedrückt eigentlich. Ist doch verarschen, ne? Ja, erster Partner, instant wieder komplett Betrug. Das ist einfach feierlich hier. Wir gehen am ersten Part hier gleich in Instant. Viel zu viel auf, das ist der Wahnsinn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich sag's euch. Da steht halt irgendwas Interessantes auf dem Zelt. Das sollte man jetzt auch mal lesen, ne? Wenn du nicht mehr weiter weißt, geh auf die Unterseite des Sterns. Ob ich beinahe dreimal an dem Sack vorbeigesprungen wäre. Okay, keine Ahnung, was das für ein Fies ist. Was man vor allem noch hier unten soll. Das Rall ist halt einfach wirklich jetzt ohne Ironie einfach gar nicht. Ich weiß, weil es dieses eine komische Dings da, aber ich hab. Ich sehe es halt nicht. Ja, offensichtlich ist leider kein Weg, das Ding zu töten, deshalb. Gut, das darf man eben verloren, das war jetzt hart unnötig, wenn man mal ehrlich ist, aber. Tue ich mir einfach jetzt hier. LOL. Oder macht's einfach so? Dann wissen wir auch, wie wir den abholen. Ja, moin. Okay, krass. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist da eine Pflanze immer so was Guten umwandelt. Aber okay. Miss Freud. Boah. Schüch, weil das jetzt knapp. So, dieses Kristatus das instant töten, bevor die mir weiter auf die Nerven gehen. War, weil ich vor allem auch an denen verzweifelt bin. Du wagst es mir hier auf den Leim. Okay, okay. So. Gut. Bin gerade nur ein bisschen leise, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss, was hier eigentlich alles so abgeht. Okay, da bitte mal nicht wundern. Das Ding, ich glaube, ist auch böse in der Tat. Also, wie gesagt, da bitte einfach nicht wundern. So. Zack. Boah, das tut so erst wie so an. Bombsdampf hier einschlagen ist ja Wahnsinn. So. Alle von denen eingesammelt, perfekt, dann let's go.
Gibt es nur ein One-Up? Fragezeichen. Der hat dann auch eine andere Seite. Ne? Vielleicht geht es auch hier irgendwo weiter. Aber erstmal. Och komm. Wollte ich eigentlich das Ding hier töten? Anstatt mich töten zu lassen, aber auch gut. Shit happens. Shit happens all the time. Oh, jetzt sieht aus, wenn man hier. Das muss nicht weiß, wie man das rausholt. Okay, hart und cool. Bestimmt ist das Hit-Wistig. Okay, aber ich kenne keine Tastenkombi, aus irgendwas machen kann. Zerblassen wir das Ding einfach mal gerade hier unten. Vielleicht brauchen wir es ja gleich noch. Kann ja sein. Man weiß ja nie. Oh, nein! Perfekt. Falls wir umfallen, danke. Ja, ist klar. Bin erst so unfähig, um zu leben, ne? Das gibt's doch wohl nicht! Nö, komm. Wegen so einer Kindergarten-Scheiße will ich nicht drauf gehen, ohne Scheiß. Ich bin ein neues Leben hingetan, dieses Trisser. Glaubst du, du kannst mich fangen? Ja, komm, bleib hier. Ja, Stresser. Aber immerhin in dieser Höhle, haben wir es denn angefangen. Besser als nichts, besser als nichts. Und nächstes Mal wird es aber anders laufen, naja. So, einfach mal alles einsammeln, was hier an tollen Sachen gibt. Hä? Okay, wo ist das Stern? Da ist er doch so, perfekt. Haben wir noch sehr gut gemacht, hier den Stanner halt. No. So, ihr merkt, das ist Damage Fight passenweise erst wieder an wie so der letzte. Aber mein Gott, was soll's? Das bin ab mal ist. Ne? So, jetzt machen wir weiter. Also, ihr könnt gerne ein Like da lassen, würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Diesmal ganz am Rande. So. Und die Speise natürlich. Oh, sie hat gerade komisch rumgemoxt hier. Sit happens. So, schauen wir mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit, dann machen wir auch gleich mal weiter hier heute. Und zwar, dass wir noch einen Stern holen, damit wir dann die nächste Galaxie machen können. Also, in dem Windgarten, die war ja eigentlich, die ging ja eigentlich vor. Klar, das war jetzt keine Galaxie, wo ich sag, die finde ich jetzt irgendwie abstoßend oder sowas. Im Gegenteil, ich fand, die ging eigentlich erst voll klar. Das war, mal schauen. Vielleicht reißen wir heute ja doch noch mehr, als wir bis jetzt gedacht haben, dass wir reißen würden. Das ist ja durchaus eine coole Sache. So, ihr seht, es ist gut gelaunt. Es war doch gar nicht, weshalb ich eigentlich zu gut gelaunt bin, aber ich bin gut gelaunt. Und dieses Spiel macht meine gute Laune heute nicht kaputt, dass das krass ist. Ja, in so Tagen, wo ich so gut gelaunt bin, dachte ich mir, komm, nimmst du einfach mal extra Parts hier auf. Werde ich halt ein paar wahrscheinlich aufnehmen. Ja, wobei nicht, aber nicht viel Zeit. Ich werde es heute nur den für heute aufnehmen. Nein, nein. Bin an einer Mütze vorbeigeflogen, ist der. Schande.
Wir haben ein Problem mit den Maulwürfen, die unser Land verwüsten. Berührungen mit den Maulwürfen sind schmerzhaft, also mach eine Stampfattacke in ihrer Nähe. Ja, dass die unangenehm sind, das habe ich so gerallt. Hast du irgendwie auch was zu sagen? Ja, doch. Mit Flaumkraut kannst du den Wind reiten. Okay, ja gut, das habe ich so gerallt. Wir haben mal die Zuma-Level hier gemacht. So, gibt es hier unten irgendwas, wo wir sagen, boah, das war scheiße knapp, aber wir sagen, das ist cool. Na, gibt's mal noch Röhren. Schau mal, was drin ist. Okay, jetzt wieder ein Haufen Augenfick drin. Also Augenblick hier war noch übelst harmlos. Ich glaube, ich hätte die auch draußen nachher kaputt machen sollen für so ein Ab. Ach egal. Habe ich nicht gewusst. Habe ich selber nicht gewusst. So, schau doch mal, wo uns die Wege jetzt hinführen. Und zwar ein Abgrund. Das war so eigentlich nicht gedacht. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Scheiße. Scheiße. Und dann können wir uns jetzt noch die eine fehlende Münze holen. Perfekt. Ja, ich hab gerade das nächste A gedrückt, ich Idiot. Ob wir dann erst nichts mehr machen können. Okay, ich mach ein bisschen Flugbahn jetzt so kurz eingerastet. Ja, das ist doch hart scheiße. Boah, die Dinger, die werden einen nachher safe so hart triggern. Das Predicte ist. Aber ich predicte es so hart, das ist Wahnsinn. Hä? Kommt doch nie bis da nach hinten. Wie soll denn das gehen? Oder tust du irgendwie falsch mit dem Wind mitfliegen? Hä? Ja, man wird ja durch den Wind so gepustet, was ich meine. Als ob ich die jetzt verpasst habe, um Millimeter. Ich bin in so Einschätzungszeug sauslässt, ihr merkt es. Ja, die Erdanziehung des Graf bringt mich drauf. Perfekt, scheiße, war das knapp. Und wir reden einfach mal lieber nicht weiter drum rum über den Fakt. Noch so ein komisches Teil. Ach, okay. Ach, das heißt, das ist so ein Geselle ist das ja also. Hä? Sag mal, ich mach jetzt den Sprung. Zack. Geht nicht! Wieso geht denn das nicht? Ich bin auf ihn drauf gesprungen. Ist das Betrug? So. Ich hab da nichts berührt. Yeah.
Mach doch die ganze Zeit die Dampfattacke. Was wollen die denn von mir? Mehr als Dampfattacke machen geht doch da gar nicht. Jetzt ich mach hier den hier. Zack. Verfickt. Das Ding genau jetzt ist doch quasi sofort. Hä? Wieso im Henker ging das? Muss man das jetzt verstehen? Weil wir jetzt auf einmal ging und da vorne ist. Was haben wir denn da falsch gemacht? Das kann das halt wirklich gar nicht. Okay, sind mehrere von den Spasten unterwegs. Okay, okay, hart und cool, hart und cool. Ich sehe es wieder. Ha! Halt doch den Mann. Sind die denn? Mann, wieso geht denn das nicht? Ich raste da gerade so aus, oder ist es? Das gibt's doch wohl nicht jetzt. Ja, ist klar. Ja, das heißt, ne? Dass der aber auch nicht gescheit reagiert. Das triggert mich gerade so hart. Mann, wieso bin ich hier gerade so los? Das gibt's doch wohl nicht. Nein! Was haut man hier? Da, ich bin doch eigentlich auf den draufgesprungen, verdammt nochmal! Was ist das für ein verdickter Scheiß? Da reagieren die jetzt nicht mal drauf! Boah! Da! Ich bin doch da auf dir drauf gesprungen, verdammt nochmal! Verdammte Scheiße! Nur ein Leben! Was sind das, ist das für ein Scheiß? Ja, klar. Da geht meine gute Laune schon wieder hin. Drecksmaulwürfe. Ich lande jetzt ausgerechnet hier. Was soll man gegen die Dinger machen? Was ist das denn von...
Merkt ihr das? Ich bin machtlos. Boah, Digga. Das geht mir gerade hart auf den Sack. Ich kann jetzt halt die Stampfattacke machen. Und die führt zu nix. Schau mal. Stampfattacke. Nochmal Stampfattacke. Und da bin ich tot! Und ich weiß nicht wieso! Reg mich diese scheiß Maulwürfe gerade auf! Verdammter Scheiß! Was ist da los? Was für ein Betrug ist das? Da macht er jetzt nicht meine Stampfattacke! Das rast aus, ne? Das ist so. Stampfattacke. Spring auf ihn drauf. Zählt auf einmal nicht. Ich spring auf ihn drauf. Zählt nicht. Natürlich verlierst du wieder neben. Overping, das heißt, ne? Krass, das kommt denn aus hier. Was ist das denn für ein... Das sind echt die schlimmsten Sachen. Einfach, weil die nicht reagieren. Ich kenne das doch von Galaxy. Im ersten Teil. Okay, weil wir. Aber jetzt auch die nicht so reagieren. Ich werde die mal wegschleudern müssen, oder was? Wenn ich jetzt wirklich der... Der so hart loste, der das deshalb nicht rallt. Okay, ich bin mal lieber ganz, ganz still hier. Ich habe gerade eine Idee. Und wenn das wirklich so einfach ist, dann, ja, sollte ich mich vielleicht lieber lebendig begraben. Okay. So, eventuell. Eventuell wäre das gar nicht mal so eine dumme Idee dann. So, da ist er doch. Sag mal. Nein, 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 bleib hier. Mario, Mario, mach jetzt keinen Scheiß. Okay, fuck, es ist einfacher wie gedacht. Man muss da nicht mehr auf die draufspringen, sondern es reicht das reine Wegschubsen. Mann, wo springt denn der hin? Wie sind die eigentlich unterwegs, wenn es heißt Viechern? Waren das jetzt übrigens alle hier? Nein, da ist noch einer. Kannst du mal eine Stampfattacke machen? Das gibt's doch wohl lesen. Mann, ich hab grad keine Lust. Das ist frustrierend. Und außerdem finde ich ja komisch, eine Andis hier bald schlecht. Weil es ist einfach nur frustrierend, dass ich es nicht gebacken bekomme. Ist ja doch. Ich geh da in die andere Richtung los.
Wieso genau hat der letztlich drauf reagiert? Hä? Wieso zum verfickten Fuck? Boah! Jetzt rast das Erste aus dem scheiß Wichser. Nee, jetzt werde ich sauer. Sissa! Sissa! Du Scheiße, ey. Ich muss hier auch nix zum Wiederbeleben. Natürlich ist hier nix. Wäre auch so schön gewesen. Wo ist der kleine Typ jetzt? Ich mach den fertig! Und den sitzt hier jetzt schon seit einer bald einer Dreiviertelstunde hier rum. Du Scheiße normal! Ein Witz, ne? Ein Witz ist das! Dass es endlich mal geklappt hat. Finally. Aber ich glaube, es wird noch schlimmer werden. So, wo ist jetzt der... Wo ist denn jetzt das... Ja, Mann, dieses... Das ist doch nicht mehr feierlich. Es ist komplett lost. Wo ist der? Beschissene Galaxie. Bin ich auf dem Apfel gelandet. Man sieht halt nix. Ach du Scheiße. Ich war auf dem Baumstamm drauf, verdammt nochmal! Und den Umständen, dass ich hier rausgekommen bin. Ich merke schon, das Spiel, das baut irgendwann langsam Stellen auf, die ein bisschen belastend werden. Sagen wir es mal so. Ich will mich aber durch diesen Rotz wirklich jetzt weiter durchkämpfen. Und ab jetzt täglich ein Part hochladen, den ich jetzt irgendwann am Wochenende voraufnehme. Weiß noch nicht, wie ich das mache, aber es ist mein Ziel. Und ich hoffe, dass es einfach klappt. Ich kann nichts versprechen, dass es klappt, aber ich hoffe, dass es klappt. Genau. Das soll soweit dann von ersten Part fort gewesen sein. Macht's gut bis dahin. Und ciao!